Michael Lachmeier schlägt auf. Dürmer Brunn Unterleit. Unterleinleiter. In der Fränkischen. Stefan Kressel, Karol Zofen gegen Bernd Meier. Das ist eine schöne Aufgabe. Kommt ja ganz gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Ulrich Matthias, Gewinner des Kobakop Endturniers 2016 in Ruhpolding, der Champion. Warum? Sehr schwer zu spielen, der Berns, mit seinen Mappen und seinem Hop- oder Top-Vorhandschuss. Oft auch mit den Mappen geschlagen, mit dem Außen. Ja, oh, gib mir die Chance weg! Lang. Hat sogar gegen den starken Dengel die ersten beiden Sätze jeweils nur hauchdünn, 9-11 verloren. Und der Stefan hat dann am Anfang des Satzes viel zu viel gemacht und schnell, ohne Ende viele Fehler, sodass er gleich mal 2-7 hinten war. Auch jetzt lässt er sich darauf wieder ein. Eigentlich reicht es, den Ball im Spiel zu halten, sehr oft. Aber schlecht drauf, das kann er besser, der Treffer. Spielt insbesondere gegen mich immer ein recht fehlerloses, tolles Tischtennis. Da muss ich immer wieder den Hut ziehen. Mit Sicherheit, wie man schon sieht, da hat der Band nicht so hopp oder top und wieder einen schnellen Punkt durch solche einfachen Fehler der Gegner, die mit dem Schnittwechsel da nicht klarkommen. Da trifft nun wirklich überhaupt nicht. So schlecht ist der Stefan
nicht. So schlecht habe ich ihn überhaupt noch nicht gesehen. Da fehlt es vielleicht auch ein bisschen an der Einstellung oder am Licht. Das Licht ist hier allerdings auch immer ein Problem. Die Sonneneinstrahlung, gerade bei hohen Wellen. Nicht optimal in dieser Halle. Trotzdem freuen wir uns, dass der Michael Schiller hier immer wieder seine Turniere veranstaltet. Aber eigentlich schaut ja der Band momentan in die Sonne, falls die Sonne hier gerade stört. 8-8. So, schauen wir mal. 1-0 für Bernd Meier, der ist auch schlecht. 9 beide und das hat er auch ohne Ende wirklich gut drauf. Das heißt, zweimal die gleichen sich aus, die Kantenballer, die Netzroller, aber gegen Band, da habe ich Minimum eine Quote von 10 zu 200 gegen mich. Da war der Nächste und der war der Entscheidende. Und so glaube ich in meinem ganzen Leben, wenn überhaupt, dann nur ein Spiel gegen ihn verloren. Ich glaube aber, ich weiß es nicht genau, aber höchstens eins. Aber ich hatte schon Sätze, einzelne Sätze mit 6 oder 5 Netzrollern und Kantenbälle. Und dann braucht man schon viel Geduld, wenn man diese Sätze noch gewinnen will.